Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Sternenberg. Wir sind in Leoben Hauptbahnhof, beziehungsweise die Sternenberg hier Leoben. Und das Sternenberg hat es ganz schön in sich, da ist ein bisschen Verkehr angesagt. Und wir sind auch gerade mittendrin. Wir haben zwei Ersatzloks, eine da in 2B, eine steht gerade da oben. Der 4577, der will auf 403, das ist hier oben. 58, 3 mal die 6, wo müssten du hin? 58, 3 mal die 6. Na, 58, 3 mal die 6, der will nach 410. Und tut einmal umsetzen. Okay, 410 nach da unten. Ja, es ist ein spannender Bahnhof. Also wir haben hier die Strecke zwischen Bruck und St. Michael, da der Hauptbahnhof, Niklasdorf da oben, wo teilweise Züge noch halten. Leoben, Donawitz mit der Voestalpine, sehr viel Erzverkehr. Das wird uns ein bisschen stressen. Und dann haben wir Leoben, Göss, da ist ebenfalls Industrie. Beziehungsweise da ging die ehemalige Strecke weiter nach St. Michael, wurde jetzt ersetzt mit dem Galgenbergtunnel, der 5,4 Kilometer lang ist. Und das sollte ich euch unbedingt mal auf Google Maps anschauen. Die alte Strecke sieht man noch recht gut. Jetzt ein Fahrradweg und kurz vor St. Michael sind sogar teilweise noch Gleise, da beim Tunnelportal. Sehr sehenswert. Und oh, da kommt der nächste Zug von Bruck, 739 Intercity. Bleibt nur in Leoben stehen. Schicken wir dich gerade mal eins weiter. Und hier nach St. Peter. Das ist auch eine ehemalige Strecke. Da ist die Erzbergbahn, Museumsbahn, Zahnradbahn. Sehr schöne Strecke. Auch sehenswert, was ich so in den Bildern gesehen habe. Und auf Google Maps bin die Strecke immer ein bisschen lang gegangen. Ist gar nicht mal so kurz. Okay, ich glaube, soweit ist alles sorted. Die Lok da oben muss nochmal demnächst weg. Der fährt auf 12, wo der Zug von der Voestalpine hier eingefahren ist. Spannend, spannend, spannend. Du fährst so. Du fährst mir erstmal auf 400. Achso, Moment. 406. 5706. Wir haben wieder nach Voestalpine. Gut, dann fährst du darauf. Der fährt dann hier runter rein. Wird nicht langweilig in diesem Stellwerk. Und was ich jetzt hier schon mal mache. Ich mache mir hier mal schon ein paar Autofahrstraßen. Und ich mache mal noch. Halt. Nee. Das da. Nach da. Dann ist das Ganze hier mal ein bisschen einfacher. Södle. Du fährst dann nach. Ja, fährst dann weiter nach St. Michael. Ich muss sagen, es ist eins meiner Lieblingsstellwerke momentan. Da ist wirklich viel Abwechslung, verkehrstechnisch. Gerade hier unten mit den Gütern hat man gut zu tun. Nebenbei halt noch die Hauptstrecke. Und teilweise ist auch in Göstern noch was los. Momentan gerade nix, aber vielleicht kommt es ja noch. So, er ist jetzt da hinten. Also der kann dann. Ja, es ist noch nicht frei. Jetzt. Fährst du wieder in die Voestalpine. Und jetzt auf 406. Ah, der ist von 2B. Ah, 419 auf die V12. Okay. Das heißt, du fährst da hinterher. Dann werden wir den ersten Zug, also die erste Lok schon mal los. Das ziehe ich mal ein bisschen weiter nach oben. Das ist das Ganze hier mal.
Und der 410 wird sich dann auch gleich mal melden, dass er doch gerne mal umsetzen möchte. Ja, 18a steht unter den Leerwagen. Die gehen uns mal sehr lange nichts mehr an. Zumindest nicht in dem Video. 18a ist erst 21/22. Läuft. So, da werden wir dann gleich Ersatzsignal geben müssen. Der ist unterwegs. Beziehungsweise würde es mich mal interessieren, dürfte eigentlich nicht gehen. Ne. Weil bis jetzt FS auflösen. SP auflösen, Entschuldigung. Ja, das Ersatzsignal. Und hier auf die 12. Dankeschön. So, 410. Meldet sich irgendwie noch nicht. Zug tief das LZ nach Leoben-Hauptbahnhof, weiter als Verschubfahrt, Eisenerz, Leoben-Donnerwitz. Jetzt ist er da. So, passt da rein, bitte. Ansonsten ist jetzt gerade ruhig auf der Strecke. Habe ich jetzt auch gerade nichts dagegen. Und da sage ich, ist es ruhig, dann kommt schon ein Zug rein. Der fährt komplett durch, bis nach Villach Süd. Alle klar, bitteschön. Kann ich ja schon mal voreinstellen. Perfekt, müssen wir uns den auch nicht mehr kümmern. So, du Kollege fährst nach da. Nach da. Was, Kollege hier, Ersatzlok Elgag, Vorsignal zur ADH, hat Fahrt angekündigt, und selbst steht auf Halt. Wenn du bleibst, eine Zugspitze steht allerdings hinter dem Signal, weiterverkünden. 5, 7. Ist ihm das jetzt wieder zurückspringen? Weiterfahren. Ich gebe dir noch mehr Ersatz. Möchtest du dann? Ja, okay. Okay. Da glaube ich, hätte ich warten sollen, bis er hier steht. Es gibt schon mal Punkteabzug. Oh, da ist ja der nächste schon. 5, 4, 5, 6, 7, der ist doch St. Michael. Dann 9, 6, 4. Wo ist der 9, 6, 4? Jetzt doof. 94964. Ach da. Er fährt nach Linz. Er fährt auch durch. Ja, alles klar. Da muss ich hier oben gar nicht so viel machen. Ich meine, ich nur noch da die Wiederholung.
Und dann das Signal nicht vergessen. .03 fährt um 11 noch, also bald, weiter Richtung Bruck, meldet halt in Niklasdorf. Ah ja, hier in Leoben-Donnerwitz, hier in dem Bereich, gab es auch mal einen Halt. Und da sind die Züge weitergefahren hier nach St. Peter, jetzt halt nicht mehr. Beziehungsweise Herzog teilweise so ein bisschen rein noch, aber nicht mehr komplett durch, weil Museumsbahn jetzt. Aber immerhin hat die Museumsbahn noch diesen Anschluss. Ist ja nicht abgeschnitten. Schade eigentlich, dass sie da einen Verkehrszug gemacht haben. Das gleiche auch mit der alten Strecke. Hätte man zumindest vielleicht eingleisig lassen können. Als Ausweiche für den Tunnel, falls da mal was ist. Södele, du fährst hier wieder rein. Wird da gleich mal die Meldung auftauchen, dass er hier bei die 12 kuppelt hat. Der fährt nach Bruck und möchte dann auf 408 fahren. Ich glaube, da werden wir den Zug zuerst reinfahren lassen. Ja, mal schauen, der fährt auf die 14. Die Lok 414 steht auf 2B momentan. Die lasse ich auch noch stehen, bis der hier eingefahren ist, damit die andere Lok hier wegfahren kann. Habe hier sonst keinen Platz. Ah, oh, ich hätte mal ganz kurz einen Cut machen müssen. Genau im richtigen Moment, wo die da jetzt daherkommen. 410 nach DV14. Was, das machen wir. Bitteschön. DV14 rein. Und 12 will dann raus. Gut, 8. Ja, das passt schon. Da ist die Wiederholung drin. Da kann ich jetzt die andere Wiederholung machen. Wunderbar, die sind für sich. Ja, ich glaube so insgesamt 2,5 Stunden bin ich jetzt hier schon in dem Stellwerk drin, zum ein bisschen austesten. Da hatte ich eben hier ganz gut immer wieder Rangierverkehr. Da oben haben immer wieder meine Züge gehalten auf 104 und 105. Von den Gleisen da oben, auch mit BP Gas und Papier, da habe ich überhaupt nichts bekommen. Vielleicht kommt da nur ein, zwei Mal am Tag was. Oder sonst ab und zu mal hier auf 405 rauf, dass das da was rauskommen ist. Die meiste Arbeit ist wirklich hier unten. Ist eigentlich ein ganz guter Ausgleich, dass man hier einerseits auf die Strecke aufpassen muss, soweit es läuft, und ansonsten hat man hier seinen Güterverkehr mit den ganzen Umsätzen auch hier Leoben Hauptbahnhof. Was aber komisch ist, es kommen ab und zu mal so Railjets von St. Michael und die wollen dann nicht auf Gleis 401 fahren, sondern 402 und dann wieder weiter auf dem normalen Gleis nach Bruck. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler vom Fahrplan ist oder ob das tatsächlich mal vorkommt, dass da Express von St. Michael auf 402 fahren wollen. Aber ich wüsste auch nicht, warum.
Ist da irgendwas Spezielles an dem Gleis, was 401 nicht hat? Es macht ja eigentlich Sinn, dass der da gerade reinfährt und dann wieder raus. Also wenn das ein Ding ist, was in der Realität passiert, dass die da mal auf 402 fahren, dann schreibt es mir das gerne in die Kommentare rein. Die 12 können wir dann auch schon mal einstellen. Auf 408. Mal schauen, ob er lang genug stehen bleibt, dass er mir dann eine Message macht. Mit was ist denn los? Na Kollege, komm mal rein hier. Ich glaube, die Strecke ist ein 60er hier. Ohne dass ich meine Hand dafür ins Feuer lege. Oh, St. Michael. 91 Minuten Verspätung. Hier nur 6G. Ich weiß nicht, Kollege. Ich glaube, du fährst durch. 16:49, ja, nee. Du, Kollege, einmal durchpfeifern. Du brauchst ihn nicht zu halten. Und tschüss. Nice, der ist jetzt auch beim Reinfahren. Da können wir gerade den Look-Tausch machen. Mal schauen, wo der mit seiner Look dann hin will. 5A, ganz heißer Kandidat. Oder 405. 5A wäre mir am liebsten. Ja, Regionalexpress. In Niklasdorf stehen. Und der lässt mir einen Zug da. Auf der 402. Okay, das ist auch das allererste Mal, dass das ein Zug jetzt hier tut. Also in meiner Session zumindest. ...402, bitteschön. Oh, 403 will nach Bruck. Du fährst nicht weiter. Entschuldigung. Der fährt zuerst. Dann machen wir hier die Wiederholung. Das wäre drin. Wiederholung auch da. Dann kriegt er halt doch noch seinen Halt. Aber auf einem anderen Gleis. Könnte ich mir eigentlich einstellen, ne? 572. Ja, der hat noch LEV drin. So, da, bereit zum Abstellen. Auf 412. Das ist da unten. Och, Mann. Ja gut, komm mal raus da. Wieso da unten? Ich sage 572. So,
1. Und ich habe jetzt gerade herausgefunden, dass man das so anklicken kann und dann ändern kann. Man lernt nie aus. Brugg S-Bahn. 2 Halte. Okay. Einmal die Wiederholung für da. Perfekt. Und dann kann der aus 2B gerade mal runterfahren, sobald er hier weg ist. Den Lok schicke ich dann gleich den 062 hinterher. Na komm, danke. Einmal nach da, einmal. Können wir eigentlich so machen. Und du schickst mir den nach da unten. Die Lok muss dann auf 208 einmal reinfahren und dann kann der auf 412. Machen wir gleich das auch noch für die Ersatzlok hier. Da oben, mach frei da. Schade, dass ich hier nicht noch so ein kleines Rangiersignal habe. Könnte ich zumindest bis hier runterfahren. Nice. Ja, noch nicht frei. Jetzt frei. Los geht's. Oh, schlimm. 23 Minuten, 84, 88. Alter, was sind das für schlimme Verspätungen? 87, 104. Schande über die ÖBB, was ist denn da los? Okay, der ist durch. Perfekt. Du kannst hier in die Richtung weiterfahren. ...408, der möchte weiter nach Brugg. Da kommt jetzt der Zug hier. Wir lassen den zuerst einfahren und dann kannst du hier raus. Den hätte ich eigentlich auch nach oben schicken können, dann wäre er schon mal oben gewesen. In weiser Voraussicht. Aber so weise war ich ja leider nicht. Naja, auf die paar Minuten kommt es auch nicht mehr davon bei dem Güterzug. Und leider keine Nachbarn die ganze Zeit. Beim Test nicht, jetzt nicht. Schade eigentlich. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie interessant Brugg oder St. Michael sind. Müsste ich mir mal angucken, Stellwerk sind. So, du möchtest auf die 14. Achso, Moment mal, das muss ich über dich machen. Das da auf 14. Here we go.
102. Stehst du da? Ja, er macht einen Halt da oben. Das ist sehr gut. Es gibt ja ein bisschen Luft für die Ausfahrt. Ich will das mit dem Ersatzsignal noch mal testen, wie lange das an ist. Machen wir es mal bei dem da oben. Das 18:18 ist, schalte es mal ein. Schauen wir mal, was wieder ausgeht. Ist an. Damit tue ich ja keinen Weder oben momentan. Nice. Ausfahrt für den kommt jetzt. Sehr gut. 4579, ich glaube, das war der mit den Flügeln, oder? Nö. Ja, 40 noch. Ersatzsignal ist immer noch. Was war denn das mit den Flügeln? 402. Er war das. Ah, das ist jetzt aber ein bisschen schlecht. Hier 579. 3 Minuten Verspätung. Moment. 17:58 Abfahrt. Ja, der hat 23 Minuten Verspätung. Jetzt geht es auch auf. Soll ich den auf 401 temporär reinschicken? In 4579? Wäre vermutlich nicht das Dümmste. So, der da unten fährt jetzt auf das Gleis bitte rein. Die sind gekoppelt, sehr gut. Können wir eigentlich komplett überholen lassen. Also 4579. Du fährst 01. Temporär. Dann nehme ich euch mal die Fahrstraße zurück. Tut mir sorry. Oh shit. Bis da oben habe ich ja vergessen für den Zug. Sorry. Ah, dürfte. Ja. EV14, wie sieht es bei dir aus? Wechseln. Von 14 auf W64. Und dann in die Laderampe rein. Um 19 Uhr, 18 Uhr bis 19 Uhr 5. Spricht was? Ja, wobei die Ladezeiten, die sind mit fixer Uhrzeit. Ja, dann lassen wir den da unten stehen. Nicht verfrüht weg. So, der wollt nach da. Oder? Ja, 412. Du fährst dann gerade im Anschluss raus. Dann ist der da oben noch pünktlich.
Zweimal verspielt. Da hätte ich der andere ja gerade bis St. Michael mitfahren können. Aber dann, glaube ich, sind wir fürs erste arbeitslos. Der 4 wird um 18:35 was machen. Der fährt auf DV1. Schubfahrt W1 und dann auf die 12. DV1, W1, 12. Da kommt vermutlich und zwar Wiener sagt Michael abgefahren. Ah, da läuft noch ein bisschen was. Okay, ich würde mal sagen, ich mache hier meinen kleinen Cut, bis es wieder spannend wird. Stichwort spannend, da kommt jetzt vom Brückenzug 718. 3 Minuten Verspätung. Das ist jetzt zum Beispiel so einer, der will auf 401 jetzt fahren. Anstatt 402. Schräg. St. Michael, was bist du für einer? Du fährst einfach nur durch bis nach Bruck. Kannst du haben. Jetzt, wo es frei ist. Also wir machen da die Wiederholung. Und Zug erledigt für uns. Ob wir die zwei Züge noch wegkriegen, bevor das ihm 18 von hinten Hallo sagt. Knappe Geschichte. So, erster Teil fährt weg. Also mit 404 nochmal anschauen. DV1. Von 1840 bis 1903. Da steht er ewig lang da oben rum. 1994. Ach, das ist der da. Ja, da soll man nicht stressen mit seiner Verspätung. Nochmal, 404 würde ich mir jetzt ansehen. Auf die 1. DV. Der fährt hier rein, fährt dann wieder zurück. Und dann fährt er auf die 12 im Verband rein. Der kommt von 2. Okay, also der Zug kommt von 2B, fährt nach W64, fährt auf die 12 rein. 406 wird dann nochmal gedreht und fährt nach St. Michael. Okay. Macht Sinn. 718 ist da hinten. Und der nächste hier gerade hier raus, wenn Platz ist. St. Michael wird Spaß haben. Jetzt will ich den 718 wirklich auf 401 schicken. 718. Ich glaube, das mache ich nicht. Du fährst auf 402. Ich sehe den Grund nicht, warum der da auf 401 fahren sollte. Wenn es frei ist, weil der düst jetzt dann ab. Und dann kann er dahin. Wenn es besetzt wäre, dann klar, macht Sinn. Aber ansonsten leuchtet mir das nicht ein. Aber ja, wenn es jemand von euch weiß und die oben in echt kennt, dass das ein Ding ist, dass sie da wechseln, bitte schreibt es in die Kommentare rein. Ja, der Tunnel wird jetzt
bisschen voll. Cool. Oh, da hast du was bekommen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Cut, dass es ein bisschen interessanter wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann ein kleiner Zwischenbericht. Der 718 ist jetzt hier im Ausfahren. Die anderen, die da so verspätet gewesen sind, das Doppelpack, also der Dreierpack mit dem einen pünktlichen, sind weg. Das heißt, der hat freie Fahrt. Von Bruck ist ein Ragejet unterwegs. Der hat soweit die Fahrstraße noch 402. Und die Kollegen hier wollen um 35 dann nach unten fahren. Theoretisch geht sich das aus, bevor der da oben wegfahren will. Das ist gefährlich, was ich da mache. Auf die 1. Ja, ich glaube, das geht sich aus. Eine Minute fahren die weg. Der 631 braucht einen Moment, bis er da ankommt. Und dann weiterfahrt. Ragejet, 11 Minuten Verspätung. Wien Hauptbahnhof nach Villach Hauptbahnhof. Ich kann dir das aber hier schon mal einstellen. Dann ist der erledigt. Ansonsten haben wir erst in einer guten halben Stunde den Zug hier mit DV14, der hier dann runter auf das Entladegleis hier fährt. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also du machst hier die Verschubfahrt nach da oben, der fährt dann hier rein und dann kannst du ihm regelrecht zuschauen, wie der stückweise hier so ein bisschen nach hinten fährt und dann macht er hier quasi diese Lade 1, 2, 3 hier, wo er dann immer weiter nach hinten geht, bis er dann fertig ist und dann sagt er, ich möchte dann wieder auf 64 wieder zurück, lockt dann weg oder kuppelt halt, je nachdem. Er ist ganz cool mit dem Erzbunker. Ja, das erste Mal, dass ich das so in Stellberg 7 sehe, mit dem Manöver. Und in der letzten Episode, da war ja das mit dieser Anrufschranke, habe ich jetzt auch rausgefunden, wie das funktioniert. Das wird quasi als Störung behandelt. Da kommt dann hier ein Pop-up mit, ja, Bahnübergang bitte aufmachen. Und dann macht man den auf. Ist jetzt noch nicht erlebt, aber soll hier so ein Pop-up geben, gemäß Forum. Gut. Ja, wir sind jetzt unterwegs. Das ist jetzt sehr gut ausgegangen. 6:31 vorm Hauptbahnhof. Nice. So muss es laufen. Ansonsten ist es ruhig auf der Strecke. Es kommen dann eigentlich, so wie ich das sehe, nur Streckenfahrten. Und halt hier unten ein bisschen rumrangieren. Gut, dann würde ich sagen, gibt es für euch noch mal einen Cut, bis was Interessantes passiert. Also der Ragejet fährt jetzt noch aus, der parkt auf dem Gleis und dann sind wir arbeitslos. Also, bis später. Und schon geht's wieder weiter. Von St. Michael ist der 55056 gekommen. Mit einer Verspätung von 40 Minuten. Der wird aber wieder pünktlich weiterfahren, weil der hat bei uns auf 107, ist da oben, hat ein Management halt um 7:40 Uhr. Ich glaube, den macht er nicht und fährt einfach durch. Sprich, wir machen mal den hier und statt 107 sage ich da auch 101. Und dann kann er hier durchpfeifern. Und dann hat er ganz gut Verspätung abgebaut. Leider halt nichts mit einer Pause für ihn. Schade.
Beziehungsweise, wenn es Personal wechselt. Gut, bei Personalwechsel willst du da stehen. Ansonsten machen die das halt kurz auf dem Bordsteig hier. Ja, und dann jetzt eben um 3 nach haben wir die Fahrt mit dem hier. Und um 5 nach der mit Gleis 14 zum Entladen. Das ist neu. Lab 403. 403. Interessant. Jetzt erstmal auf die 102. Hier nur 3 Kapfenberg lebt oben. Also der fährt hier nach da oben. Und fährt in die andere Richtung. Kein Problem. Das heißt, bis hier unten eingestellt. Insofern dahinter nicht gleich was kommt, kannst du auf 403. Ich stelle es mal ein. Mal sehen, ob das hier frei wird. Ansonsten nehme ich das hier wieder weg. Ja. Okay. Ich würde sagen, nochmal ein kleiner Cut. Bis der da oben ist, beziehungsweise bis dann hier wieder weitergeht. Ansonsten sind die Züge ja soweit abgewickelt. Also, bis gleich. So, drei. Ein neuer Zwischenbericht. Es sind 4 Züge angekommen. Einerseits ein Güterzug von Bruck, der ist momentan hier in Niklasdorf am Durchfahren Richtung St. Michael, der hat nichts Spezielles. Und 2 Güterzüge von St. Michael, einer ist jetzt gerade hier oben. Dem habe ich soweit die Ausfahrt Richtung Bruck gegeben, der ist am Heizen. Deine Züge sind 403, schon längst drin, der will um 11 nach wegfahren. Dahinter ist der nächste Güterzug, der hat auch nochmal so ein Management halt eigentlich, aber der hat entsprechend auch schon die Verspätung von 10 Minuten. Von daher habe ich gesagt, fährt er auch gerade hinterher durch. Und neu jetzt dazugekommen ist der 1714. Die S-Bahn da. Die möchte auf 401 einmal kurz halten. Und bleibt dann auch in Niklasdorf kurz stehen. Ich auch den werde ich mal ganz kurz einstellen auf das da. Okay. Okay. Sind wir eigentlich gut to go. Um 3 nach ist die Action dann auf DV1 und DV14. Ja, das ist jetzt gleich in den nächsten Minuten. So. Kann man eigentlich mit dem... Ah, jetzt habe ich wieder umgeschaltet, das wollte ich gar nicht. Wir könnten eigentlich schon... Warte mal, der 9.5 bis 8 nach steht der auf W1. Komm, du machst dann hier... B1, DV14 auf B64. Komm, haben wir das auch schon mal eingestellt, dann kann der dann da rausfahren und macht dann seinen Ladespaß auf Gleis 16. Ganz am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, wo das Lade 1, 2, 3 ist. Aber steht er dann da, Erzburger Gleis 16. Ist eingestellt. So, 1714. Okay. Du fährst dann so weiter. Hier stellen wir das auch gerade mal so ein. Ach ne, ich hab schon eingestellt. Für den anderen Güterzug. Muss ich kurz warten, bis der dann durchgefahren ist. Ansonsten haben wir alles im Lot.
Gut, ich würde sagen, es gibt noch mal einen kleinen Cut für euch. Muss schnell was erledigen. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Und ich hoffe, ihr seht dann hier diese Entladefahrt. Die ist noch recht witzig. Also, bis gleich. Seht ihr, da bin ich wieder. Und die Bimmel geht natürlich pünktlich wieder ab. Der Zug ist jetzt hier unten rausgefahren, der da hier das Entladen hier gleich macht. Und wir haben einen interessanten Zug bekommen. Der 55683. Der möchte auf 408. Tut umsetzen. Fährt dann auf die 14. Gibt es einen Loktausch. Und wird dann auf B64. Und dann auf 2B. Abfahrt von W061. Okay. Also aufs erste Mal 408 runter. Der fährt hier ein, der andere Zug von da hinten, der braucht noch. Sprich, ich kann das hier mal auflösen. Dann fährst du auf 408, dann machen wir den Loktausch. Der W64 wird jetzt da runter zum Entladen. Einmal hier so rein. So, also auf B1 steht jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Der kommt von 2B. Shit. Der hat ja 79 Minuten Verspätung. Das habe ich ja komplett übersehen. Oh. Das ist jetzt schlecht. Weißt du was? Du fährst mir noch mal da oben. Und dann stelle ich den auf 3A auf. Das hätte ich vielleicht vorher anschauen sollen. Shit. Ich brauche das Gleis, wenn der da hinten dann reinfahren will. Ich brauche Bucher. Einmal genau hingucken. So, 1911. Die S-Bahn dann auch mal weg. Das kann ich ihm auch schon mal geben. S-Bahn, bitteschön. Einmal da, nach da. Ja, dürfte es nicht mehr lang dauern, bis das da unten mit dem Laden hier anzeigt. F489. Also ja, Güterzug, der kann warten. Ich stelle dir aber das schon mal ein, dass du die Fahrstraße nach draußen bekommst, sobald der da durchpfeffert ist. So, jetzt ist er da unten bei Lade 1 und der geht dann halt immer eins weiter. Der fährt dann immer so ein kleines Stückchen nach hinten, bis er dann irgendwo ganz hinten ist. Bis er halt mit Lade 3 fertig ist, das ist um 19:26. Das dauert noch ein bisschen. So, 403 meldet sich jetzt dann. Gut. Passt. So, der Kollege, du fährst bitte da rein. Und dann muss ich die ganze Übung nochmal machen, dass du hier wieder rausfährst, dass du hier wieder reinfährst und dann wieder da runter. Ach man, jetzt noch viel länger im Depot bleiben können. Okay, ich werde mal hier die Lok umfahren lassen und dann schicke ich ihn rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann zum letzten Abschnitt nochmal. Wie ist das hier? Cool. Cool. Naja, es ist wenigstens da hinten.
da ist es jetzt nicht so tragisch. Damit komme ich klar. Das sollte mich jetzt nicht wirklich einschrecken. Ich denke mal, 10 Minuten wird es dauern. Der fährt dann hier oben rein. Beziehungsweise sag's ihm noch, wenn er es jetzt selber macht. Und dann schicke ich den da runter. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Irgendwie kriege ich jetzt Störungen bis zum geht nicht mehr. Denn ich habe jetzt auch eine Weichenstörung bekommen. Noch eine. Das läuft super. Und zwar ist es diese Weiche da. Und die Lok da, die da eigentlich mal umsetzen wollte, kann jetzt nicht umsetzen. Die ist jetzt eingesperrt da drin. Bis diese Weiche repariert ist. Das waren da 16 Minuten. Das ist voll super. Währenddessen bin ich ein bisschen zugemacht worden hier mit Güterzügen, die jetzt hier alle vom Bruck kommen. Ist aber alles nichts Spezielles dabei. Die fahren halt alle durch. Vorher ist noch ein Personenzug, der hält hier da. Das soweit mal der Stati. Kann ich gerade hier wieder die Wiederholer machen. Aber ich kann gerade nicht viel machen. Ich meine, der da unten ist jetzt noch fertig weiter entladen und dann ist hier das Verschubmanöver noch. Aber das ärgert mich jetzt, dass ich die Lok da jetzt hier nicht mehr wegkriege. Das ist die beschissenste Stelle, um eine Störung jetzt hier zu haben. Bei dem. Ja, am liebsten würde ich da selber hinlaufen und die Weiche da irgendwie verriegeln, damit der da hier wieder weg kann. Jetzt ist der ganze Zug hier blockiert. Naja, passiert. Aber ich glaube, so viele Störungen habe ich in einem Stellwerk noch nie gehabt, als wie jetzt hier drin. So, Lade 3. Du fährst dann B64. Kann ich ihm das dann auch schon mal geben? Dann kann er hier da gerade wieder raus. Er fährt weiter nach St. Michael. Habe ich sonst irgendwas vergessen? Nein, 48147. Von Witz irgendwas nach Matova, ja, was auch immer. Irgendwas Exotisches. Wie steht das? Spreklav, Red Polen oder so? Ich kann das nicht aussprechen. Nee, nee, nee. Das wird nix. Ach so. Der S2, achso, ja, na, S208, das war ja der hier. Wo ist denn der andere? Ich habe den gerade ein bisschen aus dem Auge verloren. Wo ist denn diese eine Lok jetzt hier hin, von da oben, auf der 3? IV12. Ja, ich glaube, ist die Lok. Ja, ich würde aber sagen, wir werden das Video an der Stelle beenden. Ihr sitzt jetzt so, der Zug ist jetzt hier ganz nach hinten gefahren, fahrt dann hier wieder raus. Gibt es hier wieder ein Schemanöver. Ich muss warten, bis die Weiche repariert ist. Entschuldigung. Aber ansonsten macht es gut Laune. Ich glaube, ich würde mal zu einer anderen Zeit wieder reingehen. Wenn es in der Früh ist. Um zu schauen, was dann in Göss wieder passiert. Das ist jetzt die ganze Zeit irgendwie Funkstelle. Und am Nachmittag, wow, war hier nur gut Verkehr. Es wäre interessant, wenn das dann noch mit dazu kommt. Dann wird es dann hier oben ein bisschen stressiger. Ja, gern euer Feedback in die Kommentare rein, was ihr von Leoben hält, oder was ihr selber schon mal gemacht habt. Und dann mal schauen, wo es uns bei der nächsten Session hinführen wird. Bis dahin, macht es gut, gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.